Weltall, Erde, Mensch. Von und mit Jochen Schmidt. Meine ideale Kneipe. Ich würde nicht mehr leben, wenn ich nicht irgendwann meine ideale Kneipe gefunden hätte, die mir an Tagen, an denen andere sich umbringen, eine Zuflucht bietet. Ich habe natürlich lange nach ihr suchen müssen, aber man darf bei der Kneipensuche nie aufgeben. Man muss offen bleiben für neue Kneipen. Meistens findet man die richtige genau in dem Moment, wenn man nicht mehr damit gerechnet hätte. In meiner idealen Kneipe steht in der Mitte des Raums ein Bett, das für mich reserviert ist. In jeder anderen Kneipe würde es seltsam wirken, wenn ich mich kaum zur Tür hereingekommen hinlegen würde, aber in meiner idealen Kneipe stört sich niemand daran. Ich ziehe mir die Decke über den Kopf und beobachte durch einen schmalen Spalt den Kneipenbetrieb. Manchmal lese ich auch ein beglückendes Buch, das jemand hier vergessen hat, oder ich träume vor mich hin und genieße die Gesellschaft. Von Zeit zu Zeit tritt eine Kneipenbesucherin an mein Bett und streicht mir mit der Hand durchs Haar, oder sie setzt sich auf die Bettkante, legt meinen Kopf auf ihren Schoß und ich weine ein bisschen. Aber auch den anderen Kneipengästen ist meine Stimmung nicht gleichgültig. Man merkt richtig, wie es sie bedrückt, wenn es mir nicht gut geht. Ich muss in meiner idealen Kneipe nicht wie in anderen Kneipen beim Bestellen und beim Bezahlen lange nach dem Personal winken, das mich übersehen würde, selbst wenn ich mit einem Strick um den Hals von der Decke hängen würde. Nein, in meiner idealen Kneipe tritt die Kellnerin in seltsamer Harmonie mit meinen Wünschen genau im richtigen Moment an mein Bett, beugt sich herab, bis ihr Ohr vor meinem Mund ist und ich flüstere, was ich will. Dann bringt sie mir meinen Kaffee in einer Schnabeltasse, damit ich ihn im Liegen trinken kann. In meiner idealen Kneipe läuft nur schöne Musik, alles Lieder, die ich zum ersten Mal höre und nie vergessen werde. Sie stört mich nicht, wenn ich lese, und sie passt zu meiner Stimmung, ohne sie unangenehm zu verstärken. Im Gegenteil, sie gibt meiner Niedergeschlagenheit etwas Schönes, das ich genießen kann. Wenn mir die Musik zu laut wird, werfe ich mich ein paar Mal unruhig im Bett hin und her, und sofort sagen die Kneipengäste der Kellnerin Bescheid. Auch die Gespräche werden dann leiser geführt und alle bemühen sich, nicht so zu klappern. Ich kann in meiner idealen Kneipe so lange bleiben, wie ich will, manchmal eine ganze Woche, es würde niemanden befremden. Wenn ich morgens auf die Toilette gehe, wird in der Zwischenzeit die Bettwäsche gewechselt. Es wird nie langweilig, weil jeden Tag andere Kneipengäste kommen, wobei die, die spüren, dass sie nicht zu mir passen, freiwillig wegbleiben, sodass ich von immer mehr angenehmen und anregenden Menschen umgeben bin. Wenn ich dann schließlich doch nach Hause gehe, merke ich schon an der Körpersprache der Anwesenden, wie sehr ich ihnen fehlen werde. Ich bezahle die Rechnung und die Kellnerin lächelt freundlich, ohne dass ein Zusammenhang zur Höhe meines Trinkgelds zu bestehen scheint. Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind längst ein Paar, aber es wäre unsinnig, das zwischen uns so bezeichnen zu wollen. Unsere Sprache hat gar keine Begriffe für so eine zarte Beziehung. Auf dem Heimweg finde ich in meiner Hosentasche einen Zettel, den mir die Kneipengäste aus meiner idealen Kneipe unbemerkt zugesteckt haben müssen. Die wenigen Worte, die dort stehen, sind für mich so rührend und sprechen von solcher Sympathie für mich, dass sie mir die Kraft geben, bis zu meinem nächsten Besuch in meiner idealen Kneipe zäh und unermüdlich meine unmenschlich harte Arbeit zu tun. Diese Worte lauten: Jochen, wir wissen, wie schwer du es hast und was es bedeuten muss, alles zu ertragen, was das Leben dir zumutet. Aber gib bitte nicht auf, wir brauchen dich. Nichts würde uns so glücklich machen, wie zu erleben, dass es dir wieder besser geht. Unsere größte Sorge ist, dass wir an deinem Zustand schuld sein könnten. Wenn das so sein sollte, weil wir vielleicht zu laut waren oder dich nicht genug beachtet haben, dann sei uns bitte nicht böse. Du musst wissen, dass unser Leben ohne dich viel ärmer wäre. Für viele von uns bist du das einzige Licht in einer langen Nacht ohne Morgen. Es bricht uns das Herz, dass das Mädchen, in das du verliebt bist, dich nicht wollte und dass du solchen Kummer hast, aber glaub uns, das geht vorbei. Wir werden jedenfalls nicht ruhen, bis wir die Richtige für dich gefunden haben. Es wäre einfach ungerecht, wenn so ein lieber Mensch wie du sein Glück nicht findet. Bis es soweit ist, kannst du jederzeit zu uns in die Kneipe kommen. Wir freuen uns auf dich. Komm bald wieder. Deine Kneipengäste.